Jetzt werden richtig Ärsche getreten. Ey, das Platzen ist einfach zu geil. Es fühlt sich einfach glorreich an. Einfach Platz, 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 tot. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich weiß, hier, wir töten. Die Dinger sterben. Ist traurig, ja. Ein digitales Leben wird beendet, aber es fühlt sich einfach. Wir sind hier, was braucht ihr? Wir haben einen Silverback, aber der Einzige, der ihn steuern kann, wurde verschleppt. Kann ich ihn vielleicht steuern? Oh Gott, lass mich bitte das Ding steuern. Oh, kann ich auch spielen. So, wer mockt hier auf? Du? Ich sehe die Gegner nicht, das ist er. Nicht dein Ernst, oder? Ach, guck mal, jetzt brennt der Fisch. Ja, okay, jetzt gucken wir weiter. Oh, Ziel ausgeschaltet. Es ist einfach. Es fühlt sich einfach unglaublich gut an, dieses. Scheiße daneben. Das meine ich nicht. So, das hier. Und? Platz. Oh. Hier, wie, du musst noch Sachen packen. Heute hat Schule begonnen. Achso, okay. Ich würde jetzt sagen, viel Spaß. Viel Glück erfüllt er besser seine Aufgabe. Kennen Sie gar nicht. Oh, scheiße, muss nachladen. Jetzt aber hier. Nein! Nein! Habt ihr gerade gesehen? Habt ihr es gerade noch gesehen? Da kam gerade noch mein Heileffekt, den ich aktiviert habe. Merkwürdig. Ich kann diese Heilfähigkeit erst dann verwenden, wenn mein Nachladen-Ding fertig ist. Okay, danke. Dann ja, wünsche ich dir noch einen schönen. Was ist ein Tag heute? Dienstag. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Dienstag. Alles klar. Werkstatt gesichert. Wie, das war's? Okay. Angriff! Junge, der hat gerade an der Deckung den Michael Jackson gemacht. Einfach mal nachgeslidet. Oh, wir sind hier. Gott, was ist das für Geräusche? Helft uns, sie abzuwehren. Geht klar. Oh. Verdammt. Oh, die Gegner kommen aber auch oft hier gerade. Meine Güte. Einer Man, man muss gehen. Was? Warum das gar nicht funktioniert? Ich wollte ihn gerade zersehen. Okay, Krankenstation gesichert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber danke, Chor. Corporal Ayers, Lieutenant Walker. Was für ein unschöner Tag heute. Der Konvoi ist hier, aber er steht vor dem Haupttor unter starkem Beschuss. Sind unterwegs. Noch ein Schwarm. Wir können dem Konvoi erst helfen, wenn das Dorf sauber ist. Ja, dann wollen wir mal eine nächste Runde. Aber naja, ich habe eine fette Getting an, damit kann ich die Gegner wieder richtig schön zersägen. Oh, wird das geil. Das Geräusch, wie platzen. Junge! Boah, kurz in die Deckung gehen. Wie sie das hier rauf, wie das Geschütz aber hier rauf fliegt, Junge. Holy shit! Okay, das war's. Sie sind erledigt. Danke, okay, das war geil. Oh, das ist geil. Wo ist der Konvoi? Ach, da oben. Wie komme ich denn da hin? Wir müssen da raus.
Wo hat sie jetzt die dicke Gelling angepackt? Ich will die behalten. Oh Gott. Hexer! Oh, shit! Was ist das? Das ist deine Bestimmung. Was ist das? Keine Angst. Was ist das denn? Was? Nein! Sie gehören dir! Ah, doch nicht zu schießen! Ich bin auch ein Human! Ah! Die Waffe nicht einfach im Kopf halten, mich selber umliegen. Umliegen einfach. Noch jemand? Kann ich mich nicht eigentlich selber rausschießen aus dem Hashtag oder wie der heißt? Nochmal! Again. Gehen. What the fuck? Junge, was ist das denn für eine? Auch sehr. Damn. Nein, Kate, schau nicht hin. Das willst du nicht sehen. Es tut mir leid. Kate. Es tut mir leid. Danke, Trady. Fürs Herkommen. Kein Problem. Dürfte ich vorschlagen, die Leute hier wegzuschaffen? Hey, mach mal langsam. Fass hat recht, wir müssen los. Was redet ihr da? Oscar ist tot, Mann. Gebt ihr eine Minute. Sie kriegt ihre Minute im Raven. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Wir müssen los. Ich komm nicht mit. Wie bitte? Seit Monaten habe ich diese Träume. Albträume. Aber ich glaube, es sind Botschaften. Was? Mit mir passiert etwas. Von deiner Großmutter?
Es reicht. Darum kümmern wir uns später. Fass, sammel die Leute ein. Ich brauche Hilfe. Es gibt da einen Ort. Im Norden. Vielleicht finden wir da Antworten. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Wir haben Befehle. Kommst du mit mir? Gott verdammt, habt ihr nicht gehört, was ich... Ich gehe mit ihr. Wenn du nicht da bist, wird Jin es merken. Okay. Ich gebe Jack die Koordinaten. Nein, Corporal. Sie kommen mit zurück nach Nuefera. Das ist ein direkter Befehl. Tja, Captain. Ich scheiß auf deinen Befehl. Es geht nicht um dich, sondern um mich. Ich muss das in Ordnung bringen. Hey, pass auf sie auf. Ihre Halskette. Das ist ein Locust-Symbol. Ja, und weiter? Sie würde sich nie freiwillig gegen uns wenden, das weiß ich. Ja, sie würde eher für uns sterben. Das weiß ich. Aber was, wenn sie keine Wahl hat? Nur noch wir beide. Was ist hier überhaupt drin? Ein schneller Ausweg aus diesem Drecksloch. Hey, wenn du ein bisschen Zeit für dich brauchst, wir müssen ja nicht sofort los. Müssen wir doch. Okay, dann brauchen wir Licht. Okay, schalten Sie die Beleuchtung ein. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Oh, ich kenne dieses Ding aus dem Trailer. Oh, das Ding sah ganz cool aus. Das hat mich so ein bisschen an den Film Der Schatzplanet erinnert. Auch nur so ein bisschen. Nicht jetzt 1:1, sondern wirklich nur so ein bisschen. Weil da hatte der Hauptcharakter auch so eine Art Skateboard. Und hier ist das irgendwie ein bisschen größer für zwei Personen. Aber es sah trotzdem ganz cool aus. So, das Ding auch noch mit. Oh, hier haben wir was. Ah, hier ist wahrscheinlich der Lichtschalter. Wo ist der Schalter? Ah. Ich wusste, dass das komplett geändert. Kannst du es fahren? Mehr oder weniger. Also ja. Was ist das denn für ein Riesenteil? Alles klar. Marcus hat Jack gerade die Koordinaten einer Anlage im Norden übermittelt. Von hier sah es aus wie ein riesiger Schraubenzieher. Vergriffen wird. Klingt nett. Okay, wir sollten los. Es ist ein weiter Weg. Jo, gerne. Begib dich zum Skiff, ich bin auch schon da. Waffel einlagern. Huh. Ach, hier hinten. Ah, ja. Lol. Ach, stimmt, sie stand hinten drauf. Stimmt. Hey, was? Danke, Bosco. Kein Ding. Bitte lass mich das Ding steuern, bitte lass mich das Ding steuern, bitte lass mich das Ding steuern. Ja, ja, ja. Oh yeah! Oh Gott, sieht das gut aus! Gal, das dauert schon ewig! Sag mir, dass wir bald da sind! Laut Marcus Koordinaten liegt New Hope in einem Tal vor uns. Wir sind bald da! Ui, kann ich eigentlich auch springen oder sowas? Nö, kann ich nicht. Okay, oh Gott! Was ist das denn? The fuck war das auf einmal? Du hast schon länger nichts gesagt. Wie geht's dir? Also, die gute Nachricht ist, langsam habe ich die Sache hier raus. Was eine ganz nette Ablenkung ist. Hör mal, ich komm klar. Ist nur schwer zu verkraften, dass Onkel weg ist. Ja, ist es. Hat Onkel eigentlich auch einen Vornamen? Dass du gefragt hast, wie es mir geht. Danke fürs Fahren. Ist es echt so anstrengend? Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, für mich ist einfach nur RT drücken und ab und zu nach links und nach rechts lenken, also ich kann mich nicht beschweren. Tut mir leid, wie JD dich vorhin im Dorf behandelt hat. Er ist einfach... Dell, du bist wirklich der Letzte, der sich für ihn entschuldigen muss. Jo, stopp! Vor uns ist ein Tor! Und für mich sieht dieser Wall auch ziemlich neu aus.
definitiv die neue Chor. Na schön, gehen wir drumherum und versuchen es zu öffnen. Schon klar. JD hat dir was verheimlicht. Aber was ist bei mir anders? Du hast uns dein Geheimnis erzählt, er nicht. Ja. Stimmt. Ach ja, der gute Alte. Jedes Mal, wenn ich JD höre, denke ich mal an Scrubs. Ist das New Hope? Nein, Marcus' Koordinaten liegen im Nordosten. Scheint nicht dabei zu sein. Wir müssen nur das Gift freikriegen. Weißt du, was mich am meisten ankotzt? Wie JD mit Farce auf Kumpel macht. Wann ist denn das passiert? Ganz genau, so habe ich auch gefragt. Wir haben monatelang zusammen auf Mission geschickt. Was hast du erwartet? Jack, mach die Tür auf. Das habe ich mir auch gefragt. Warum? Seit wann sind die beiden echt so beste Kumpels geworden? Die haben sich irgendwie, weiß ich, die haben sich sofort verstanden die ganze Zeit. Jack hat eine Karte der Gegend gefunden. Und davor waren die irgendwie komplett, die sind sich immer angeeckt. Ich weiß auch nicht, ist ganz merkwürdig mit den beiden. Mhm. Oh Gott, ist das riesig. Was ist das hier hinten? Das ist mein Ziel, ne? Juhu, ja, das ist mein Ziel. Okay, das heißt, runter und direkt links rum. Los geht's. Kommen wir nun zum Tor. Ist nur ein einfaches Magnetschloss. Jack kriegt das an. Ist doch noch mal offen. Jack, jetzt bist du da. Hey, wo ist der? Ja, Leute, hey, wo kommst du noch einmal her? Yeah. Kann ich das Ding eigentlich verstauen? Weil die anderen Waffen kann ich verstauen, aber kann ich das dicke Ding hier auch verstauen? Ah, das war überraschend einfach. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Hey. Wir sollten auf dem Skiff ein paar Waffen verstauen. Du weißt schon. Für den Notfall. Habe ich schon längst gemacht, Bruder. Schon längst gemacht. Wo ich hätte noch eine von den anderen Waffen mitnehmen können, ne? Naja, jetzt auch scheißegal. Oh Gott! Kinder, hört ihr mich? Marcus, zurück in New Ephira? Gerade gelandet. Seid ihr bei New Hope? Fast. Frage, woran erkennen wir, dass wir da sind? Offiziell hat New Hope nie existiert. Es wurde getarnt als Jameson Frachtdepot. Achtet also auf Gleise und folgt ihnen. Gleise, geht klar. Oh, was für ein Zufall. Wir haben gerade jetzt welche gefunden. So, da wir den Dingern folgen müssen, müssen wir wahrscheinlich hier hinten hin. Oder einmal da durch. Kate, die Koordinaten sind hinter dem Bruch. Parken wir das Ding. Noch ein Stück. Ich will möglichst wenig zu Fuß gehen. Perfekt. So, jetzt. Hier ist es. Bist du sicher? Ich meine, ja. Sollte direkt in dem Wald sein. Hoffentlich kommt da jetzt Gegner. Wehe, das ist jetzt. Ich gehe jetzt schwer bewaffnet in die Stadt. Wehe. Da müssen jetzt Gegner kommen. Ich will die Waffe einfach komplett leer ballern, die ich gerade dabei habe. Das ist ein Non-Con-Lager. So weit im Norden? Meinst du, sie sind aus Oskarsdorf? Sie waren aus Onkelsdorf. Lina und Norsko. Laut diesem Tagebuch wurde ihr neues Lager zerstört, also liefen sie hierher. Und wurden erneut angegriffen. Wir sollten sie suchen. Ihnen von Onkel erzählen. Onkel keinen Namen oder so? Ich weiß nicht, finde ich schwierig. Ich bin die ganze Zeit Onkel. Onkel hier, Onkel da, immer nur Onkel. Onkel.